Hallo zusammen, ich sitze in meinen eigenen vier Wänden und trage eine Behelfsmaske. Damit hat es heute auch eine ganz besondere Bewandtnis. Und ich kann sie ja in den eigenen vier Wänden abnehmen, dann versteht man mich auch besser. Aber es hat auch einen ganz ernsten Hintergrund. In Deutschland schwenken gerade die Produktionen um. Es werden viele, viele Masken hergestellt. Wir brauchen sie auch. Gegebenenfalls werden wir sie sogar verpflichtend tragen müssen. Und dennoch geht es uns besser als vielen tausenden anderen Menschen gerade in Europa. Und um die geht es uns auch. Ich betone auch, denn wir denken an alle gerade bei Volt, aber wir haben eine Kampagne gestartet, über die möchte ich euch informieren und ich möchte euch einladen, mitzumachen. Denn es geht um diese Behelfsmasken und wir möchten bis zum 24. April, also es ist noch gut 10 Tage Zeit, 20.000 dieser Masken nähen oder von euch gespendet bekommen oder ihr spendet uns Geld für Material, damit wir diese 20.000 Masken nach Lesbos schicken können. Weil während in Deutschland auf 1.000 Einwohner drei, wenn nicht sogar vier Ärzte kommen, sind es auf Lesbos gerade mal 0,15. Und auch das sind Menschen. Auch das sind Menschen, die doch auch ein Mindestmaß an Gesundheit und Lebenskomfort haben dürfen. Sie haben aber leider kein fließend Wasser, kein Strom, sie leben unter ärmlichsten Verhältnissen. Und wir möchten helfen, dass sich dieser Coronavirus dort nicht so extrem verbreitet und auch dort die Schwachen und Alten schützen. Es werden viele von euch sagen, ey, da sind ja eh viele Junge natürlich, das stimmt. Aber das Immunsystem ist dort massiv geschwächt. Es gibt sehr wenig medizinisches Personal. Und deswegen laden wir euch ein, unsere Kampagne Europe Cares zu unterstützen. Wenn jeder von euch eine Maske näht oder uns das Material spendet oder uns einen Geldbetrag spendet, dann hilft das enorm. 20.000 Masken sind unser Ziel. Ihr könnt uns dabei helfen, dass wir auch diesen Menschen einen kleinen Teil wiedergeben können. Und an alle die jetzt meinen, aber wir haben noch genug Flüchtlinge und was soll das? Wir müssen uns erst um die Menschen im eigenen Land kümmern. Das tun wir auch. Die vergessen wir nicht. Aber wir vergessen auch die nicht, denen es richtig, richtig dreckig geht, die kein Dach über dem Kopf haben, die nicht duschen können, die kaum gegessen haben und die wirklich null medizinische Versorgung haben. Und wenn euch das abfuckt, dann könnt ihr jetzt wegklicken. Ihr könnt mir auch einen Scheiß gefällt mir geben oder nicht. Es geht hier gerade um die Menschen. Deswegen lade ich die ein, die noch ein Herz in der Brust haben. Europe Cares, macht bitte mit. Denn das ist uns wichtig, das ist uns ernst. Und wir zählen auf euch.